Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu C++. Heute geht es um die Klassen oder auch Static-Variablen. Die haben einfach noch ein weiteres Schlüsselwort, nämlich Static. Und zum Beispiel nennen wir das jetzt einfach mal, das ist ein Integer Static Int Dimension. So, was ist Static Int Dimension jetzt? Naja, was bedeutet das? Das ist eine Variable, die ist tatsächlich von allen Instanzen der Klasse Vector geteilt. Das heißt, dieser Int Dimension ist derselbe Integer für Nucular, für Number of 9-11, für DeepID, für alle Objekte vom Typ Vektor. Der ist einfach permanent da und kann sich schon verändern, aber er kann vor allem nicht für eine einzelne Variable, also er kann nicht anders sein für Nucular wie für Number of 9-11. Er muss immer gleich sein für alle Objekte. Okay, was bringt mir sowas? Naja, ich meine, Dimension oder Dimension ist jetzt in meinem Fall absolut sicher immer 3. Also theoretisch könnte ich den hier sogar als Konstante definieren, weil er immer 3 ist. Und egal für welchen Vektor, ich habe ja hier nur x, y und z, mehr wird hier nicht unterstützt. Wenn ihr ein Array habt, dann ist es bei euch anders. Aber in meinem Fall wird hier tatsächlich nichts unterstützt, außer 3 Dimensionen. Und deswegen ist der immer konstant 3. Ich darf aber hier oben diesen Static Int Dimension nicht initialisieren. Den darf man nicht in der Klasse initialisieren. Man muss ihn außerhalb initialisieren. Hier oben zum Beispiel Int Vektor Doppelpunkt Doppelpunkt ist der Zugriffsoperator. Da er ja für alle Elemente aus der Klasse Vektor derselbe ist, nimmt man hier nicht irgendeine Instanz von dem Vektor, um ihn zu verändern, sondern man nimmt die Klasse selbst. Und diese Klasse selbst, die spreche ich an eben über diesen Doppelpunkt, Doppelpunkt nach dem Klassennamen. Okay, Dimension ist gleich 3. Ups, nicht M, sondern Semikolon, sorry. Okay, das ist jetzt also eine Definition von dieser Dimension. Ich mache hier gerade meinen Kommentar aus DeepID. Dann wird es einfach nicht ausgeführt. Das ist recht nützlich, wenn ihr gerade irgendwelchen Code nicht braucht. Oder aber auch, wenn ihr euren Code mit eigenen Anmerkungen versehen wollt. Zum Beispiel, das hier addiert 2 Vektoren. Schreibt einen Kommentar hin. Addiert 2 Vektoren oder sowas. Ups. Addiert 2 Vektoren. Habe ich, glaube ich, nämlich noch nicht gezeigt gehabt. Ja, bringt euch relativ viel, wenn ihr irgendwann mal nicht mehr wissen solltet, was da gerade so passiert. In meinem Fall bringt es jetzt noch nicht so viel, aber ja, kann man auf jeden Fall, solltet ihr da relativ viele davon machen. Die sind wirklich sehr nützlich und sie hören am Zeilenende immer auf. Also anfangen tun sie mit diesem Slash Slash und hören auf am Zeilenende. Ihr seht es dann auch in dem Editor normalerweise. Okay, warum mache ich das jetzt hier unten, wenn ich das gerade mal nicht ausgeben möchte? Ich möchte euch nämlich was anderes zeigen, nämlich Cout und zwar dann Nucular.Dimension. So, jetzt habe ich was gemacht, was man eigentlich nicht machen sollte. Ich habe nämlich hier über eine Instanz diese Dimension abgerufen und wir sehen, sie ist 3. Also es funktioniert schon, aber es ist trotzdem dasselbe wie für alle. Also wenn ich hier Number of 9-11 nehme, dann ist das auch 3. Und wenn ich jetzt ganz speziell hergehe und sage, Nucular, also wirklich genau dieser Vektor, Punkt Dimension, ist gleich 4. Ja, das ist es ja nicht, das wissen wir ja, aber trotzdem. Und dann Number of 9-11, Punkt Dimension ausgebe, ist der auch 4. Das heißt, egal, wo ich jetzt irgendwas ändere, es wird sich immer auf alle übertragen. Also egal, ob ich jetzt hier auf dieser Instanz die Dimension ändere und auf 4 setze, bei Number of 9-11 wird es auch auf 4 gesetzt und bei DeepID auch. Also es ist immer derselbe Integer. Wenn das jetzt hier nicht static wäre, also so, dann wäre hier, oh ja, klar, dann darf ich das hier natürlich nicht mehr machen. Dann muss ich hier Dimension einfach konstant einfach am Anfang auf 3 setzen. Dann haben wir hier bei Number of 9-11.Dimension 3 stehen, weil wir hier bei Nucular nur geändert haben. Wenn es aber static ist, dann überträgt sich das auf alle Instanzen unserer Klasse. Okay, das ist sozusagen der riesige Unterschied zwischen static und den normalen Variablen. Static-Variablen sind für alle Instanzen der Klasse dasselbe, also Klassenvariablen im Prinzip. Nicht Instanzvariablen, so wie die Double X, Y, Z hier. Das sind Instanzvariablen, weil sie mit jeder Instanz sich verändern können. Das hier sind Klassenvariablen, die gelten für die ganze Klasse. Das ist im Prinzip alles, was man dazu sagen muss.
Und ja, warum sollte man sowas machen? Hier könnt ihr zum Beispiel einen Counter anlegen. Wie viele Vektoren habe ich schon gemacht? Jedes Mal, wenn eben ein neues Objekt angelegt wird, also sprich ein Konstruktor aufgerufen wird, dann wird dieser Counter hier erhöht. Und dann habt ihr am Ende die Anzahl an wie vielen Vektoren wurden insgesamt erstellt oder sowas. Sowas könnte man sich zum Beispiel darunter vorstellen. Irgendwelche Sachen, die halt wirklich global dasselbe sein müssen. Okay, das ist tatsächlich alles zu static. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.